in den USA und wir haben jetzt hier auch einen Beitrag aus Griechenland. Deswegen gebe ich jetzt weiter an Irene aus Athen. Liebe Kollegen, liebe Genossen, eine Begrüßung aus Griechenland. Vor 38 Jahren, am 17. November 1973, stand die griechische Jugend gegen die Militärdiktatur auf und öffnete den Weg zum Sieg, zu dem Sturz des autoritären Regimes. Der 17. November wurde zum Sinnbild der Macht des Volkes und seines Kampfs für Freiheit und Gerechtigkeit. Nach 38 Jahren ist das ehemalige Motto Brot, Bildung, Freiheit immer noch ganz aktuell. Unser Kampf muss noch heftiger, härter sein gegen die Troika, und zwar den IMF, die Europäische Zentralbank und die EU, aber auch gegen die von ihr angesetzte Marionettenregierung, die die verfassungswidrigen Gesetzentwürfe annimmt. Heute, wie auch in den letzten Monaten, demonstrieren in Griechenland Tausende auf die Straßen. Sie werden noch einmal für Brot, Bildung und Freiheit kämpfen. Und sie werden ihre Stimme mit unserer Stimme hier in Berlin, mit der Stimme der Demonstranten in New York, Italien, Spanien, England und überall zusammen ertönen lassen. Wir bleiben nicht mehr passiv. Die moderne Diktatur der Banken muss sofort gestürzt werden. Arbeitslosigkeit erreicht 18% insgesamt und 40% für die Jugend. Lohnen sind um 40% reduziert worden, während Schulen und Krankenhäuser nacheinander schließen. Obwohl die Sparpakete als die Lösung der Krise und der griechischen Verschuldung präsentiert sind, sind sie in der Tat eine ganz konkrete Politik, diejenigen nämlich der Spekulanten, der Banken und des Kapitals. Obwohl Regierungen und Presse auch hier in Deutschland und im ganzen Europa die öffentliche Meinung davon zu überzeugen versuchen, dass es in dem Fall von Griechenland die Faulheit und eine Neigung zum Betrug der Grund allen Übels ist, wissen wir, dass was heute in Griechenland passiert, nur als Experiment, als ein Anfang funktioniert. Zudem wissen wir auch, dass wir stärker sind und solidarisch. Volk und die Jugend eine Militärdiktatur gestürzt. Nach 38 Jahren werden wir die modernen kapitalistischen Diktaturen weltweit stürzen. Brot, Bildung,